Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Synapsia Tower 2 in Project Highrise. So langsam geht's wieder bergauf. So, wir warten die 0 Uhr ab. Ich habe übrigens gefunden, kann ich euch auch zeigen, wie man die Mieten verändert. Und zwar, man drückt hier auf Kohle, dann sieht man so eine Übersicht. Mieteinnahmen, Betriebskosten und so weiter. Und dann habt ihr unten hier einen Regler, wo ihr die Mieten gesamt einstellen könnt. Also, ne? Ach, hier kann ich auch auf 10% hochgehen. Weißt du was? 10% muss drin sein und die Gastronomie zahlt mir auch 10% mehr. So. Katsching. Jetzt würde ich nochmal gucken. Da steht es auf 100. Tja, das ist ja spannend. Gut, bauen wir noch ein paar Büros ein, um hier noch ein bisschen Gewinn zu machen. Um uns dann um den nächsten Stock zu kümmern. Die nächsten für Büros. Ich würde sagen, wir ziehen auch direkt mal den Strom rüber. So. Ach, so viel haben wir gar nicht angeboten, potenzielle Mieter. Na gut, dann lassen wir das erstmal laufen. So, was können wir denn machen? Wir könnten uns jetzt so einen komischen Kunsttyp reinsetzen, einen Politiker. Die kosten uns aber jeweils 500, wobei das eine einmalige Ausgabe ist. Was können wir denn erweitern? Wir haben hier 14 Punkte. Wir können ein neues Konstruktionsbüro. Brauchen wir erstmal nicht. Öffentliche Verkehrsmittel. Wenn es regnet, würden die Leute zum Beispiel auch zu uns kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das müssten wir aber erstmal bauen. Kunstwerke. Das machen nur ein Prestige hoch. Höhen. Irgendwie die Ausgaben sehe ich noch nicht. Wir haben aber andere Restauranttypen, wenn ich das richtig sehe. Nee, wir haben Läden hinzubekommen, genau. Ja, wir warten nochmal ab. Miete? Was denn das? Warte mal, wir gucken mal bei den Großen. Die haben ja 175 oder so gebracht. 193, ja, das sind auf jeden Fall okay. Was zahlen die dort normalerweise? Gute Frage. Wie sieht es eigentlich aus mit den Services? Ist hier jemand irgendwie überlastet? Nö. So, wir können ja mal gucken, was es hier an... Ob es hier was Neues an Cafés gibt oder so. Ne, da haben wir auch noch keine neue Kategorie drin. Dann würde ich sagen... Instandhaltung. Instandhaltung ist mehr. Mehrwert, wollte ich sagen. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt hier... Hier unten kann ich doch dekorativ zum Beispiel Glas reinmachen. Kostet nämlich nichts. So, können wir durchgucken. Kann ich jetzt hier drauf ein Geschäft setzen? Ja, geht. Ja, geht, okay. Mache ich nämlich ein bisschen Glas. Sieht ein bisschen besser aus, ne? Jemand dazugekommen? Nö. So, wir haben Geld. ...1500. Sollen wir uns schon mit den nächsten Büros beschäftigen? Mit dem nächsten Bürotyp? Aber die brauchen natürlich wesentlich mehr Services. Das heißt auch, wir haben höhere Ausgaben. Ich würde sagen, ich baue schon mal den Keller so ein bisschen hier aus. So. So, ein bisschen. Oh. So. So, was war denn? Ah, siehst du, Telefonwarnlimit. Telefonwarnlimit. Wasser hält sich in Grenzen, Strom geht auch. Das heißt, wir müssen Telefon erstmal erweitern, um dann später. So. Scheiß drauf. So. Okidoki. Dann müssen wir jetzt nochmal den Tag abwarten, dann haben wir wieder Gewinn.
Sind die eigentlich zufrieden mit den 10%? Die Miete ist so hoch, wir sollten weniger zahlen. Wirklich sind sie nicht zufrieden, aber ich habe Instandhaltung. Ich habe immer saubere Büros. Müsste eigentlich mit zufrieden sein, liebe Leute. So, ich hoffe, dass wir am nächsten Tag noch Angebote haben. Sonst würde ich noch mal schalten Sie eine Anzeige. Für 100, für 75, für 50. Na, mal gucken. Wobei, wir können mit 10%, auf 10% kann ich verzichten, ne? Das sind 150 ungefähr. Wir gehen mal wieder runter. Zack. So. Gucken, ob die jetzt zufrieden sind. Versuchen, die Miete zu minimieren. Dafür fallen jetzt auch die Baukosten. So, super. Ich habe die Miete ja, ne? Die Miete ist gesenkt. Ach so, wir können auch mal einen neuen Vertrag unterschreiben, fällt mir gerade mal ein. Ja. Quatsch. Verträge. Ah, doch hier. Oh. Okay, so kommen wir auch an Geld. Wachsendes Einkommen, haben 500 erhalten, haben wir schon abgeschlossen, denn wir haben schon 3000 eingenommen. 5000 an Mieteinnahmen. Das wird, was ist das hier? 16 Büros. Haben wir auch schon erledigt. Sehr gut. So, dann machen wir jetzt die Mieteinnahmen. Wie viel haben wir denn aktuell? 3648. Wunderbar. So kommen wir an Geld. Boah, jetzt haben wir echt gut Kohle. Gastronomie nehmen wir auch wieder runter, natürlich. So, Anwaltskanzlei will Strom. Ach, haben wir schon durchgezogen, gut. Haben wir noch einen? Haben wir nicht. Ja, wir haben jetzt 5000, wir haben echt gut Kohle gemacht. Ich würde sagen, ich fange mal an, hier oben den zweiten Stock, ich fange an, ihn zu bauen. Ja, wir müssen ja nicht komplett ausbauen. Wir fangen einfach von hier an und ziehen hier so ein paar rüber. Und, ja. Ist klar. So. Standhaltung. Und dann gucken wir uns einfach mal an, was die großen Büros brauchen, was wir dazu noch hier reinballern müssen in unseren Synopsia Tower. Diese fangen ja eigentlich mittendrin an und nicht die ersten beiden. Die Kredite zieht er übrigens täglich ab. Können wir uns hier angucken. Die kosten uns 150 am Tag, beziehungsweise 300. Wir müssen noch 4 Raten hier zahlen. Dann ist der Kredit für die Kreditkarte ausgelaufen. Und noch 7 Raten für die Ortsbank. Wird immer mit verrechnet täglich. So, dass ihr praktisch da direkt die Bilanz habt. So, jetzt können wir uns mal um die großen Büros kümmern, beziehungsweise die mal anschauen. So, was wollt ihr denn? Okay, die brauchen mehr Restaurants. Die Anwaltskanzleien brauchen noch viel mehr Kram. Die Kreativbüros. Die brauchen Hausmeisterdienste, kommerzielle Druckdienste. Die brauchen aber noch mehr Restaurants, die Abendessen anbieten. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, unser erstes Restaurant zu bauen. Kann ich nicht hier drüben... Wenn ich hier noch so ein paar Restaurants hinklatsche auf die andere Seite. Und dann den... Es wird echt knapp, ne, von der Breite. Muss ich doch hier links daneben setzen. Weil ich weiß, dass die Restaurants drauf abfahren, wenn man die direkt neben die Tür setzt zum Beispiel. Telefon. Telefon. Ja, haben wir. Strom wird der nächste Punkt sein. Ich glaube, bis wir das angehen, dass wir auf große Büros gehen, machen wir erst noch ein bisschen Kohle mit kleinen Büros, oder? Ich könnte natürlich auch mit Wohnungen schon anfangen. Da müsste ich aber jetzt mal in Synapsia Tower 2 anfangen.
Aber wer weiß, was die für Services brauchen, die Wohnungen. Dann preise ich. Nee, ich mach erstmal, dass ich die großen Büros bedienen kann und dann machen wir, denk mal, an Wohnungen. Sonst ist das ein bisschen too much. So, sonst will ja noch niemand einziehen. Instandhaltung nicht vergessen. Ah, ich habe eine Idee, was wir machen. Ich habe gerade eine Idee. Wir haben im Moment einigermaßen Geld. Wir werden jetzt anfangen und werden hier diese Hilfsservices reinsetzen. Und zwar, da fangen wir, genau, das machen wir als allererstes. Wo sind denn die Unterstützer? Hier sind die Berater. Hier den kreativen Ästheten. Dann den Politiker. Dunge. Tägliche Einnahmen haben wir erhöht. Sehr gut. Nein, was haben wir gerade gemacht? Was braucht denn der Letzte? Bis Hälfte von dem Büro. Jo. So, das machen wir zuerst. Erstmal die unterstützenden Hände hier. Setzen wir gleich rein. Komm, zieh durch. Tata. Oh, da ist jemand überlastet. Wir hätten gerne mehr Service-Anrufe, als wir schaffen konnten. Das Kopiercenter wird überlastet. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall nachsetzen. Kopierservices, die setzen wir direkt hinten dran. Und ziehen mal den Strom durch. Dann sollten die sich auch beruhigen. So, jetzt können wir eigentlich die Punkte hier schon ausgeben. Jetzt ist die Frage, öffentliche Verkehrsmittel wäre doch ein Ding, oder? Dann haben wir auch Restaurantbesuch bei schlechtem Wetter. Machen wir kleine Kunstwerke. Gibt einen Prestigeschub. Ein Konstruktionsbüro. Nee, das ist erstmal unnötig. Wir machen jetzt erstmal U-Bahn. So, dann würde ich sagen, bauen wir uns hier nach unten aus. Ich weiß gar nicht, wie breit die U-Bahn... Ja, ja, ist klar. ...sein muss. Warte mal, Versorgung... Da. Jetzt können wir gucken, Verkehrsanbindung. Belegschaft 100? Okay. Gut, neue Verträge. 100 Leute. Ja, machen wir. Gut, kommt halt die U-Bahn später. So, will denn hier jemand einziehen? Ein Versicherungsbüro will Strom. Können wir bieten, haben wir schon. Instandhaltung nicht vergessen. So, sind wir irgendwo am Limit. Telefon passt, Strom ist auch noch okay, Wasser ist okay, nee, ist alles easy, alles gut. Vielleicht sollten wir doch mal... Ah, warte mal. Baukosten sowie tägliche Kosten um 50% reduziert. Top City, Baukosten hochgelangen, hat die Stadt zum Top-Standortunternehmen. Das machen wir. Wir machen eine Kampagne, dass mehr Leute einziehen wollen. Ich hoffe, das wird was. So. Mache ich die U-Bahn vielleicht doch dann hier hin oder so. Wir sollten uns vielleicht mit Geschäften auseinandersetzen, oder? So, die sind ja fix. Da kommen ja keine weiteren zu. Das heißt, wir können hier hinten nochmal ausbauen. Ach, komm her. Was soll der Geiz? So.
Sodle. Jetzt haben wir das, ne? Weil das ist voll gut. Jetzt schauen wir nochmal nach den großen Büros. Ich kann mir jetzt doch vielleicht schon ein paar einziehen lassen. So, wir brauchen eine größere Auswahl Restaurants, die Abendessen anbieten. Außerdem brauchen wir Services. Service, Hausmeisterdienste und Druckleistungen. Hausmeister, Service, Dienste. Ich glaube, die brauchen Wasseranschluss, wenn ich mich nicht täusche. Und die brauchen natürlich Strom. Und Druckleistung war das irgendwas, gell? Hausmeisterdienste. Sind das die Druckdinger da? Druckleistung wird das sein. Das wird das Kopiercenter sein, wa? Oder? Ne, Kopiercenter ist das. Hä? Druckdienstleistung, hier haben wir es. Oh. Noch zwei dran. Wobei, wir sollten dann direkt... So. Ups. So, dann machen wir die Druckleistung gleich ran. Kommerzieller Druck, okay. Instand halten. So, was wollen sie noch? Restaurants. Ich glaube, in klein gibt es ja nichts, oder? Die Abendessen anbieten. Ja. Mittagessen, Frühstück. Mittagessen, Mittagessen. Ne, das bieten die nicht an. Also sind das auf jeden Fall die etwas größeren. So, Dinner, Diner, Fast Food, Burger und Pommes, Abendessen, 195 bringen die, bringen auch 195, Salat in Hotbar, Pizzerie, eine Pizzeria ist gut. Und die bringen auch Mittag und Abendessen. Die brauchen Strom und Wasser. So, dann müssten wir eigentlich die Voraussetzungen erfüllt haben für die großen Büros. Aber irgendwas hat noch gefehlt, oder? Wir müssten noch irgendwas... Druckdienstleistungen, richtig. So, jetzt gucken wir, was die noch brauchen und dann fange ich an, große Büros zu setzen. Telefon brauchen sie auf jeden Fall. So. Oh, Restaurant. Warte mal, Moment. Restaurant braucht auf jeden Fall Abfallentsorgung. Das heißt, wir brauchen auch hier eine Abfallentsorgung. Okay, 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 okay. Machen wir hier hin. Und ein Abfalleimer. Ans Ende kann ich es nicht setzen, es geht nicht. Also mache ich es doch hier hin. So müsste es eigentlich funktionieren, meine ich. So, jetzt müssen wir nach Büros gucken, damit wir auch die Kohle wieder reinholen, die wir ausgegeben haben. Ja, die sind zufrieden. Was braucht der hier? Noch mehr kleine Restaurants. Der ist zufrieden. Kleine Restaurant, das heißt, es wollen noch kleinere Geschäfte dorthin. Gut, machen wir. Cafés. De Paris, Wasser und Strom. So, mal gucken.
Ist das jetzt kein kleines Restaurant gewesen? What? Gut, egal, ich baue jetzt hier ran. Telefon, Strom. Strom haben wir. Finanzbüros. Okay, die wollen noch gar nicht. Wir brauchen noch ganz andere Services. Was? Wieso kann ich denn keinen zweiten setzen? An kleineren Restaurants. Okay. Ich würde sagen, wir gehen in den Slow-Mode und lassen hier zumindest das Büro noch einziehen. Strom und Telefon, das machen wir jetzt noch. Strom geht sowieso durch, Telefon geht noch nicht durch. So, haben wir noch ein kleines Plus. Wir sind am Ende einer Folge von Project High Rise und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wenn ihr Bock und Zeit habt, schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.